Moin zusammen, wir sind wieder, der Michi und der Ham. Ey, ich hab der gesagt. Ja, besser als die. Ja, und wir sind immer noch am neue Geräte anschaffen. Ja. Ich bin schon glücklich, ich hab mein Spielzeug. Ich bin gerade dabei, meinen zu besorgen. 415.000 haben wir den Kauf. Ja, wenn man den mal nicht so oft braucht, dann ist das sicher, spart man Geld. Und sonst, glaube ich, wenn man Kartoffelhändler ist, dann wird sich der kaufen. So, ein Tag, 27.936 Euro. Jetzt will ich auch mal auf den Mietrescher achten. Was hat er denn? 44%. Ja, das klingt ja schon anders. Das sieht doch anders aus. Dann hätte ich jetzt ja gar nicht stegeln brauchen, das fällt nicht dürfen. Ja gut, weißt du was vorher? Nee, da kannten wir den Mietenbutter mal noch. Ich brauche den Schneidwerk auch ja noch. So, GPS. Allein das Schneidwerk kostet einen Tag 13 Euro. Hat er kein GPS? Ich sehe nichts. Ha? Bist du normalerweise dafür? Also ein. Ja, haben die Intu oder so. So, da ist er. Oh, jetzt habe ich meinen Timer vergessen. Das habe ich davon. So. Ja, war da gleich gegen die Wand da, also wirklich. Ja, ja, alles gut. Ich habe die Linie gefunden. Oh, cool. Besser eine Linie als ein Strich. So ein bisschen schmaler, wa? Oh, dann sind immer noch 5 Reihen als sonst 2 oder 3. So, mal gucken, ob es geht. 3 und ab dafür. Warum soll es nicht gehen? So, jetzt kann man auch sehen, wo man was weg. Ja, das ist ja schon mehr was für meine Strategie. So gefällt mir das. Ja, mit 41 km/h, dann das ist ziemlich flott auf der Beine hier. Ach ja. Ach ja. Ach ja, heißt. Mir ist es gerade wie Schuppen auf den Haaren gefallen. fällt doch alles in die Tastatur. Nee, in Sachen Maishäcksel. Wieso? Da brauchen wir aber unbedingt einen dritten Mann mit dem großen Maishäcksel, wenn du immer die Hänger dahinter hängen musst. Du kannst mit dem ollen Häcksel auch dann nicht über Silo fahren. Ja, ich habe überlegt, den müsste ja auch mit Auto befahren funktionieren, oder? Ach so, ja klar. Ja, dann kannst du abfahren, genau. Richtig. So hatte ich da. Und ja, müssen wir das nicht geben, würde dann. Und wenn ich das Feld hier fertig habe, dann können wir auch mit 2 Mann abfahren. Theoretisch. Dann sind wir auch mal zusammen auf dem Feld. Boah, das gut geht.
Meinst du, dass auf dem Feld nur für einen für uns Platz ist? Ich bin auf 11. Ja, wir hätten ja wohl mit Hilfe gerechnet, aber der ist heute leider nicht online. Ja. Ja, ich habe Steam jetzt abgeschaltet. Ja, ich habe jetzt auch nicht an. Wo hat der denn eine Hupe? Nein, noch ein weiter Remo, da will ich hin. Oh, moin. Ach hier. Feines Teil. Verlieb dich da nicht drin, den müssen wir dann einfach wieder abgeben. Was? Ich bin kein Junge für einmal, also. Echt nicht? Nein. Ich entführe okay. Den. Du brauchst noch einen Blinker an, so zur Info. Oh! Ja, ich habe gerade meine Schaltung umgestellt und dann mache ich den mit dem Am Gerät austesten, ne? Aber auch alles funktioniert. Ah, der kommt weg. Hier war wohl ein Hoppel. Da hat er kurz gestoppt. Der Blinker geht nicht. Geht nicht, dann ist er ja kaputt. Ja. Sofort. Der linke ist genauso. Geht nicht. Sind nicht die Warnblinkanlage rechts? Mist, wo habe ich eine Warnblinkanlage? Keine Ahnung. Nee, die habe ich gar nicht offen. Die Warnblinkanlage habe ich gar nicht hier. Habe ich doch gerade eine Position vergessen. Sonst LS, ich habe ja. Ja, bis auf zu Fuß laufen jetzt. Da muss ich immer wieder kommen. Sonst habe ich alles auf dem Lenkrad. Ready to go. Hey, den müssen wir ja beim Fahren. Ist ein bisschen blöd, ne? Den Kone mit Autokopien Abtankmodus stehen. Das ist doof, ne? Da kommt er ja gar nicht voran. Wieso? Der muss ja fahren lassen. Da musst du neben ja, herfahren. Und der muss anhalten, wenn du wegfährst. Wie geht das? Ja gut, hält er ja automatisch. Hier sind auch immer Stellen auf dem Feld, wo keine Kartoffeln sind. Gerade hat er mal nicht. Boah, muss ich einen Bäcker suchen? Salber. Das sieht gut aus. Aber ich versuche das nachher doch. Der Lamborghini ist ja frei, ne? Ja, der steht unter dem Dach neben dem Mitsteuer. Der hat ja mehr PS, dann nehme ich da gleich den großen. Häckselwagen, da hätte ich fast gesagt. Ach Gott, wie heißt das? Ich weiß nicht, auch noch. Ha. Ein Häckselwagen, ne? Anhänger. Ha. Ja. Glaub schon. Ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber ja. Nein, ach. Hast schon kaputt gemacht. Oh, nein. Noch kein Wasser im Vergaser, also noch geht's. Ladewagen. So, jetzt aber. Ach so. Hab diese Autotraktor mal ausprobiert, ne? Den habe ich so wieder runtergeschmissen, ne? Ist ja eine Katastrophe. Ja, da hatte ich bei mir auf der Zelle Map auch Probleme mit. Ein Gerät ging, zwei ging auch noch, beim dritten hat er verrückt gespielt. Da hatte ich ja so. Hast du vielleicht auch gesehen, so Probleme mit. Also ich arbeite nur ja mit Dings hier. Die Mähdrescher und so, die fahre ich ja noch mit dem Autocombine. Und sonst sieht alles mit Curseplay. Entweder ich generiere den Kurs, aber meist fahre ich den Kurs von Hand ein. Jetzt sieht das nicht alles so gerade aus. So, ich stehe jetzt neben den Häcksler, aber er tut es nicht. Warum tut Ja, also mit dem Maishäcksler muss ich jetzt zugeben, habe ich da noch nicht gemacht. Das weiß ich jetzt nicht, was man da einstellt. Oder nimmt da die Ladewagen nicht an?
Das siehst du ja, ich muss ja den Traktor erkennen, du stehst da. Ach nee, wir arbeiten ja nicht mit Curseplay. Ah, das zeigt ja die Meterzahl ja an, wie weit er weg ist. Curseplay geht ja nicht. Ich vermisse Curseplay. Warte mal, das war 5 war das, ne? Ich bin ja gerade am gucken. Wie was gibt das gerade? Er hat da ja einen Abstandshalter da mit den 2 Fallen. Was bedeutet das denn so? Abstandshalter ist auch, zeigt er bei mir an. Das ist ja zweite Reihe, zweite Taste, die dort ist. Er kennt den Hänger nicht. Muss ich noch einen anderen Hänger besorgen, wa? Okay. Nimm doch den großen Ladewagen, der geht auf jeden Fall. Ich hab ja den kleinen Ladewagen. Mit dem kleinen Ladewagen geht natürlich das mit dem großen Ding immer auch nicht nehmen. Also, weil der große Bergmann, der funktioniert ja auf jeden Fall. Der ist ja für sowas gebaut. Ich probiere das gleich mal. Ich bring diesen Hänger schon mal weg. Und wenn der Dings nicht geht, dann musst du hier diesen hoch. Ja, da hole ich mir auch so einen großen Räumel da. Kannst du mal meinen nehmen, tauschen wir. Für den Hänger. Da brauchen wir nicht. Den Kohle habe ich ja noch über. Wir müssen so oder so vernünftige Geräte haben. Ja, schon doch. Standardgeräte, also. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen schmaler gemacht. Es scheint, als wenn er da noch eine Reihe stehen gelassen hat. Mal gucken. Kerl, ich bin jetzt schon 3-mal rauf und runter, wenn es bei 48%, da geht was rein. Ich zock mal zum Mähdrescher, möchte ich jetzt mal sagen, ne? Oh, cool. Ich würde aber zu den Trecker zucken und nicht zu den Drescher. Also, im Moment bin ich im Häcksler. Oh, das ist mal von innen angucken. Oh, jetzt ist meine Maus wieder raus. Ich werde wahnsinnig. Wie geht das bei LS auch oben in der Ecke? Oh Mann. Warum macht die das immer? So. Trecker. Wo ist er denn? Okay. So. Und das sind die Eierfelder hier. Der ist ja schon eine Weile zu gang und wir. Ah ne, wird schon schmaler. Ah, aber. Da kannst du nicht. Also zum Verdichten ist der K-Simulator nicht schlecht. Zweimal drüber fahren und du bist schon fertig. Ja, das geht bei LS15. Ratzfatz. Es sei denn, du hast den einen Mod drauf, dann kannst du verdichten. Oh. Der
Den hatte ich ja zu Anfang. Wer war das hier? Oh nee, da warst du gegangen und kriegst. Und ich habe versucht, ihn auf 100% zu kriegen und das ging ja nicht. Ne? Was ich zu dem Punkt nicht wusste, dass bei 98 reicht auch schon. Ja, klar. Das war der. Der hat dann auch ja gleich 75% voll, wenn der abgetankt hat. Ich sag's dir. Ich bin jetzt auch schon bei 10.000. Wie viel geht in diesen Hänger rein, diese großen? Was? Den grünen meinst du? Ja. Agroline? Ja, genau. Agroline, genau. War das nicht 55.000? Ach, dann kann keiner, ja, dann muss man ein paar Mal abkommen. Nee, 45.000. So, da ist er. Endlich mal Lamborghini fahren. Wollte ich schon immer mal. Also die Tacker, so, ich finde, da haben wir jetzt noch erzählt, wo er das Gewicht gelassen hat. Das Gewicht? Ich hatte da nie ein Gewicht dran, weil ich ja den Couchschläger davor hatte. Das war mein Gewicht. Ich hatte normalerweise für jeden Tacker ein Gewicht, meine ich. Sonst auf dem Parkplatz. Guck doch mal noch auf dem Parkplatz. Da lagen doch zwei. Eins hast du doch letztes Mal noch mitgenommen. Liegt da nicht noch eins? Ja, den habe ich jetzt. Einen habe ich jetzt an den. An den New Holland. Achso. Am Parkplatz liegt keiner mehr. So. Nee, sonst habe ich nie etwas hingeschmissen. Oder du hast. Nee, hast du auch nicht. Einen zurückgesetzt oder so. Also, wir haben vier Gewichte. Wir haben auch vier Traktoren. Sauber, wird. Deutz ist einer dran, der New Holland ist einer dran, die Busus ist vorne, glaube ich, auch einer dran. Ja. So. Nur an sein Ding ist keiner dran. Wie üblich. Nee, das weiß ich jetzt aber wieder nicht. Also ich weiß nur, ich habe den Krautschläger dran gehabt, jetzt schon vom zweiten Teil ab an. Also da muss ich jetzt. Weiß ich nicht. Ah, hast Glück gehabt. Ich habe ihn schon gefunden. Liegt auf der Weide, genau, oder was? Ja. Beim Hof zurückgesetzt. Hä? Zufall auf dem Hof. Hof gefunden. Also hier sind tatsächlich auch Teile, die nimmt doch nicht mit. Das ist komisch. Wie bei dem anderen. Muss bei der theoretisch am Feld liegen, denke ich mal. Ja, ich glaube, Heinz hat erzählt, er hatte die Probleme auch bei Feld. Ich meine, dass er das mal in den Kommentar geschrieben hat. Wie nah kann ich denn mich ranzoomen? Ziemlich nah, denke ich, ne? Ja, bis zur Spitze vom Gerät. Näher geht nicht. Da reicht ja. Oder willst du deine Augenfarbe sehen? Das sagst du auch was. Das kann ich. Was für eine Augenfarbe habe ich denn? Ja. Muss ich hier gleich im Ausweis nachgucken. Oder mal in den Spiegel gucken. Wie heißt das noch? Zeige mir deine Papiere und ich sage dir, wo du bist. Bin ich jetzt doof oder was? Ach so. Da sagen wir jetzt nicht zu.
Hey, ich bin gerade wieder hier mit diesem scheiß Tempomat. Wie war das noch? 3 einstellen und 2 und 1 die Geschwindigkeit drosseln, oder? Ja, 3 schaltest du ein, genau. Ja. Und 2 ist Geschwindigkeit hoch und 1 ist Geschwindigkeit runter. So. So. Ich fahre da viel mit, also bei LS muss ich ja sagen, fahre ich da viel mit Oberstraße. Gucken, wie schnell der Häcksler fährt. Der fährt 40, 45 km/h, glaube ich. Ja, auf der Straße, aber bei der Arbeit. 25. Wie im richtigen Leben auch, glaube ich. Schon mal mit eingefahren oder was? Nebenher gefahren schon. Früher. Daher weiß ich ja, früher musste man immer 3 Reihen Abstand halten. Wie ich noch in Stuttgart gewohnt habe, unser Nachbar, der hatte ja 60 Milchkühen. Da habe ich ja immer nebenher viel, da habe ich viel gearbeitet in der Schulzeit schon. Da habe ich in der Schulzeit, habe ich das, hat er mir schon 8 D-Mark die Stunde gegeben. Mhm. Da konnte man noch ohne Führerschein fahren. Kein Haar nach gekriegt. Und das mache ich jetzt nochmal. Na gut, bei den Zugmaschinen jetzt, das wäre auch ein bisschen. Ja, du brauchst Führerschein Klasse T, ne? Ja. Ja, ich hatte früher nicht. Früher war Moped-Führerschein 4B, da durfte man noch Traktor und Trecker mitfahren. Aber den hatte ich auch nicht. Ich sage immer noch, wenn mich einer fragt, also Klasse 3. Ich weiß jetzt gar nicht, die neuen. Ich habe ja noch den alten Speckellappen. Da steht Klasse 3 drin. Also Klasse B. B ist das jetzt? B ist das, glaube ich, jetzt. Doch. Ach, und A ist 2 oder was? Oder wie geht das mit? Keine Ahnung, ESC, glaube ich. A ist mein Motorrad. Kein Fahrrad. Ja, ich will mal bei Gelegenheit auch umschreiben, wechseln den neuen Kartenführerschein. Man muss bloß darauf achten, dass du wieder, dass du zumindest mal die kleinen Treppen hast. Also ich will das zumindest. Naja, wir müssen auf jeden Fall Klasse T haben, alleine schon berufsmäßig. Ne? Achso, ja, Flurförderfahrzeuge. Ja. Flurförderfahrzeuge. Ja. Das heißt, dass wir dann auch Treckers fahren dürfen bis 40 km/h mit. Eigentlich 40 km/h, ja. Ja, Und wenn ihr uns wieder fragt, was macht der Michi und was macht der Harm, dann schaut euch bitte den nächsten Teil an. Wir sehen uns gleich wieder. Oder, nee, entweder nächsten Dienstag oder nächsten Freitag. Bis dann, Finke. Jo, tschüss.